Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Corps 2 Axis Operations 1944. Wir haben bei Lviv beim letzten Mal, Lviv, keine Ahnung, irgendwie so, eine polnische Panzerbrigade erledigt, haben dafür Panzer 7 Löwe bekommen und haben jetzt scheinbar schon wieder die Möglichkeit, auf eine neue Spezialoperation zu gehen. Dem deutschen Geheimdienst ist es gelungen, eine Verschwörung in der ungarischen Armee aufzudecken und nun steht eine Geheimoperation bevor. Details zu dieser Operation erhalten Sie nur, wenn Sie sich mit Ihren Truppen an diesem Einsatz beteiligen. Möchten Sie für diese Geheimoperation Spezialtruppen entsenden oder mit der nächsten Standardmission fortfahren? Strategischer Hinweis: Für die Geheimoperation wird ein kleines Kontingent an Bodentruppen zur Durchführung äußerst ungewöhnlicher Aufgaben benötigt. Also wenn wir das ignorieren würden, was sind denn äußerst ungewöhnliche Aufgaben? Ich meine, das Spiel ist ja jetzt nicht mega flexibel. Dann würden wir hier einen sowjetischen Vorstoß in Richtung... Wo ist denn das? Ist, Moment, ich bin gerade verwirrt. Welches Land ist denn das hier? Ungarn. Rumänien. Okay, Geografie durchgefallen, schade. Aber wir nehmen die Geheimoperation einfach an. Das müsste Rumänien sein hier unten, oder? Ich meine schon. So, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Achso, dann haben wir es hier trotzdem damit zu tun, aber auch hier drüben mit. Ich bin gespannt, was das jetzt sein könnte. Informationen haben wir noch nicht dazu bekommen. Bekommen wir erst, wenn wir es annehmen. Scheint sehr geheim zu sein. Unternehmen Panzerschreck am 5. Oktober 44. Herr General, ich muss mit Ihnen reden. Es ist dringend. Verzeihen Sie, Oberstleutnant, aber das muss einen Moment warten. Ich wollte dem General gerade die aktuelle Lage schildern. Hat Ihr Anliegen eine höhere Dringlichkeit? Oberstleutnant Fuchs denkt kurz nach. Nein, auch wenn es durchaus etwas mit der aktuellen Lage zu tun hat, aber ich werde warten. Gut. Also, was ich sagen wollte, Herr General, unsere Spezialtruppen sind unter größter Geheimhaltung in Ungarn eingetroffen. Kurz nach der Ankunft an den vorgesehenen Koordinaten erhielten wir eine verschlüsselte Nachricht. Und jetzt machen Sie sich auf etwas gefasst, Herr General. Denn wir wurden mit einer höchst ungewöhnlichen Mission betraut. Sollen wir Dinge in die Luft sprengen? Oder bauen? Oder was ist das? Primäres Ziel. Töten Sie Generaloberst Mikosch. Okay, der hat hier einen Panzer. Was ist denn das? Ein Tiger ist das, glaube ich, ne? Bonusziel. Säubern Sie das Lager der ungarischen Rebellen. Okay. Und wir haben nur Bodentruppen. Bonusziel. Versorgen Sie die ungarischen Truppen mit Nachschub. Ah, okay. Zu sagen, dass unsere Befehle widersprüchlich anmuten, wäre eine Untertreibung, aber ich werde Ihnen alles erklären. Unser oberstes Ziel lautet, dafür zu sorgen, dass sich unsere ungarischen Verbündeten weiterhin gegen die Sowjets behaupten können. Der deutsche Geheimdienst ist der Ansicht, dass dies mehr als nur zusätzliche Nachschublieferung erfordert. Wir sollen, ich zitiere, Dissidenten, die für die ungarische Lösung eine Gefahr darstellen, beseitigen. Die Rädelsführer der Dissidenten scheint der ungarische Generaloberst Miklos zu sein. Gelingt es, vielleicht heißt er auch Miklos, keine Ahnung, gelingt es uns, ihn zu beseitigen, ist unsere Mission erfolgreich abgeschlossen. An ihn heranzukommen, oh, was ist denn da los? Könnte sich allerdings als schwierig erweisen, vor allem da die Sowjets in diesem Moment versuchen, die Pässe durch die Karpaten zu sichern. Nördlich von uns ist ein ungarisches Verstärkungskontingent unterwegs, um dabei zu helfen, einen sowjetischen Durchbruch zu verhindern.
Wir sollten warten, bis die ungarischen Truppen vorbeigezogen sind. Unsere Präsenz hier würde zu viele Fragen aufwerfen und wahrscheinlich sogar zu Kampfhandlungen führen. Schließlich wissen Sie nicht, dass wir hier sind, um in Ihrem Sinne zu operieren. Na toll. Sobald diese Truppen vorbeigezogen sind, können wir den Ungarn diese Versorgungskonvoi-Fahrzeuge überstellen. Wie? Und zwar auf den Hexfeldern der Stadt Kassa. Die Munition und der Treibstoff aus dem Konvoi werden erheblich dazu beitragen, dass die ungarischen Truppen an der Front gut versorgt sind. Laut unseren Befehlen dürfen wir ungarische Truppen angreifen, die unsere Ziele zuwiderhandeln. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die regulären ungarischen Streitkräfte in diesem Krieg noch gebraucht werden. Das ist alles, was es für die bevorstehende Mission zu besprechen gab, General Jim von Quakenburg. Ich werde nun Oberstleutnant Fuchs holen. Nach kurzer Zeit kehrt Oberst Wagner mit Oberstleutnant Fuchs zurück. General Jim von Quakenburg, wissen Sie, wie es mir zu Beginn des Afrika-Feldzugs immer wieder gelungen ist, den zahlenmäßig überlegenen Gegner zu schlagen? Verwirrungstaktiken. Über Rommels Afrika-Feldzug wissen wir natürlich bestens Bescheid. Gibt es einen bestimmten Aspekt, den Sie hervorheben möchten, Oberstleutnant Fuchs? Oberstleutnant Fuchs zuckt zusammen, als ihm bewusst wird, dass er sich verplappert hat. Oh, richtig, Verzeihung. Was ich sagen wollte. Eines von Rommels mustergültigen Manövern bestand darin, seine Truppen tief in die Wüste zu führen, wo der Feind nicht präsent war, und dann einen Schwenk nach Norden in Richtung Mittelmeerküste zu machen. Es handelte sich dabei um ein langes und beschwerliches Manöver, aber Rommel umging damit konsequent die britischen Verteidigungslinien. Ich glaube, dass die Sowjets genauso vorgehen wollen, jedoch in weitaus größerem Stil. Warum sind Sie sich da so sicher? Ich habe mir die Berichte über die Verluste aller Heeresgruppen zu Gemüte geführt und statistisch gesehen ist die Sache eindeutig. Trotz des Umfangs der laufenden Operationen halten sich die Verluste auf beiden Seiten erstaunlicherweise in Grenzen. Die Verluste der letzten Monate waren sogar geringer als in der kurzen, aber zugegebenermaßen erbitterten Schlacht um Kursk letztes Jahr. Erinnern Sie mich nicht daran. Sie denken also, dass die Sowjets noch in Bewegung sind und gar nicht zum Entscheidungsschlag ausgeholt haben? Exakt. Und die Lage in Ungarn scheint das zu bestätigen. Inwiefern? Mir kam der Gedanke, dass die Sowjets womöglich auf der Suche nach leichterer Beute sind. Anstatt nach der verlorenen Schlacht bei Kursk eine zweite Entscheidungsschlacht um den Kaukasus zu erzwingen, haben sie ihre Stärke in Nordrussland dazu genutzt, um Finnland und unsere besetzten Gebiete im Baltikum anzugreifen. Ich vermute, sie sind nun auf weitere leichte Erfolge wie diese aus. Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. In diesem Fall nehmen Sie einen Umweg über Ungarn in Kauf, anstatt direkt in den Kaukasus einzufallen. Und vermutlich ist Rumänien als nächstes dran, falls die Sowjets weiter in Richtung Süden vorstoßen und nicht, wie von uns angenommen, nach Westen. Sollten wir Ungarn und Rumänien als Verbündete verlieren, würden wir dadurch auch die Karpaten als Schutzschild verlieren und könnten die Sowjets von dort aus nicht mehr von Europa fernhalten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Karpaten dann eine Barriere zwischen uns und unseren weit entfernt besetzten Gebieten im Kaukasus wären. Wir sollten unsere Mission hier schnell zu Ende bringen, denn unsere rumänischen Verbündeten werden jede Hilfe brauchen, die sie kriegen können. Sobald wir fertig sind, werde ich mich dafür einsetzen, dass unser Hauptkontingent nach Rumänien verlegt wird. Auf zum Sieg fürs Deutsche Reich. So, wir haben 64 Punkte zur Verfügung, okay. Und Edel heißt der, echt, Buchholz, ist gefürchtet. Den könnten wir also benutzen für irgendwas. So, was genau sind unsere Ziele? Lager der ungarischen Rebellen säubern. Dort. Die sollen wir vorbeiziehen lassen. Und dann sollen wir hier Generaloberst Miklos erledigen. Uff, okay, gut. So, wir schauen mal. Billige Truppen. Die hier kosten gar nichts. Oh, super. Ich werde hier erstmal alle verstärken. Achso, nein, zuallererst gucken wir mal, ob wir neue Einheiten haben. Tiger 2, der ist nicht direkt neu. Jagdpanzer 4. Wir benutzen den Jagdpanther. Und der Jagdpanzer 4 ist leider nicht besser. Okay. Aber turmloses Design auch. Und sehr viel flacher.
Interessant. So, Wirbelwinde haben wir schon. Sturmtiger und so weiter und so fort. Ist er auch schnell? Nicht wirklich. So, Jagdflugzeuge. Bomber. Okay, gut. Dürfen wir überhaupt Luftstreitkräfte mitnehmen? Müssen wir mit Luftstreitkräften rechnen, ist die Frage. Wir haben nirgendwo Flugplätze. Vielleicht gibt es irgendwo Feldflugplätze, aber ich würde einfach mal die Luftabwehr zu Hause lassen. Die Sowjets bringen Bomber und sowas mit. Haben wir irgendwie... Die kosten nur 4. Ja, dann können wir doch eine mitnehmen. So, die Wirbelwinde würde ich direkt in Reserve verschieben. Hier die ganzen Flugzeuge können wir halt leider auch gar nicht benutzen. Die Panzerabwehr werden wir benutzen, die Scouts auch auf jeden Fall. So, die kosten nichts. Die könnte ich dann zum Beispiel zu Löwen upgraden. Na, ich glaube, das wären die Einheiten, die ich zu Löwen upgraden würde. Weil die nämlich eigentlich ganz schön teuer sind. Kann ich den noch mehr Überstärke verpassen? Nee. So, also die sind jetzt schon mal ganz schön krass. Die werden auch ordentlich Erfahrung sammeln. Wir lassen den mal lernwillig. Aber geben den vielleicht gefürchtet. Für mehr Unterdrückung. So, Fallschirmjäger, wahrscheinlich eher nicht, ne? Unsere Azul-Infanterie nehmen wir natürlich mit. Ja, die kosten nichts, sie haben deswegen auch Überstärke bekommen. Die Jungs kosten auch nur die Hälfte. Ah, ich muss noch ein paar Punkte sparen. Welche Panzer lasse ich denn zu Hause? Auf euch könnte ich verzichten zur Not. Das wären schon mal 7 Punkte. Na, ich glaube, hier Artillerie ist relativ günstig, dachte ich. Ist aber gar nicht so. Elf Punkte muss ich noch einsparen. Das wäre eine Artillerie und ein Panzer. Ja, wahrscheinlich eine Artillerie und ein Panzer. Denn den Rest würde ich natürlich gerne mitnehmen. So, welchen Panzer brauche ich denn am wenigsten dringend? Eigentlich die Löwen, aber die kosten halt nichts. Achso, wir können uns mal hier Miklos angucken. Den könnten wir nämlich auch direkt mit diesem Panzer zur Aufgabe bringen. Die Jungs können halt so schön durchbrechen und umfahren, deswegen würde ich die schon gerne behalten.
Die Infanterie brauchen wir wahrscheinlich hier. Ich könnte meine Mörser daheim lassen. Ja, vielleicht. Ja, ich denke, ich werde die einfach zu Hause lassen. Weil wir nicht viel mit gegnerischer Artillerie zu tun haben. Ne? Wir haben jetzt kein Stellungsgefecht, sondern einfach nur einen schnellen Vorstoß. So, dann ist das unser wunderbarer Kampfverband. Und die müssen wir jetzt irgendwie aufstellen. So, hier oben lassen wir natürlich die Aufklärer Position beziehen. Was habt denn ihr für Sichtweiten? 2, 3. Eins. Also wir könnten unsere Infanterie relativ schnell dort in die Wälder bringen, wenn wir da Bock drauf hätten. Wahrscheinlich sogar hier von Panzern unterstützt, die mit dem dichten Gelände klarkommen. Ja, die müssen wir halt irgendwie im Auge behalten. Das werden hier unsere Beschatter machen. Da müssen wir nur gucken. Haben die hier Aufklärer dabei? Ich sehe da gar keine Aufklärer. Nee, die sehen alle nicht aus wie Aufklärer. Okay, wunderbar. Hier hinten wäre ein Aufklärer. Ja, dann würde ich sagen, wir sind durch, oder? Können wir irgendwo noch Helden verteilen? Ja, ihr könntet Helden. Nee, ihr habt Helden. Ich habe auf die falsche Seite geschaut. Unsere Artillerie könnte noch einen bekommen. Da gibt es jetzt auch so ein. Ja, Schnellknopf dafür. Ich weiß nicht, wie lange das schon drin ist. Nächste Runde regnet es. Okay, gut. Das schränkt dann natürlich unsere Sichtfähigkeit ein bisschen ein. Das ist nicht gut. Wir haben 20 Runden Zeit allerdings. Ach so, wir sehen die. Wir brauchen gar keine Aufklärer, weil das ja nominell verbündete Einheiten sind. Ist das super auffällig, wenn ich die hier irgendwie einnehme? Wir halten uns da einfach von denen fern. Ich will die nicht ganz so dicht dran stellen.
So, da ist unser Löwe. So, das sollte doch funktionieren. Ich weiß halt nicht, wie aggressiv ich hier vorgehen darf gegen die, ob die dann hier nach Süden schwenken oder nicht. Müssen wir sehen. So, ich hoffe natürlich, dass die ganzen ungarischen Truppen jetzt den Sowjets entgegeneilen werden. Die kommen da auch ordentlich in Überstärke schon wieder an. Gar nicht so gut aus für die Verteidiger. Das ist ganz normale Infanterie, da ist schwere Infanterie. Hier sind ein paar Pioniere. Ja, aber die scheinen sich wenigstens alle in die richtige Richtung zu bewegen. Wo wollt ihr hin? Okay, die treiben sich hier doch irgendwie in der Gegend rum. Könnte sein, dass die Jungs hier aufgeklärt werden. Da müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen zurückziehen. Von dort aus. Ja, weil die irgendwie hier hoch wollen, teilweise zumindest, ne? Anstatt den direkten Weg an die Front zu nehmen. Wollen die denn hin? Ich dachte, die fahren einfach da über diese Brücke nach Norden. Ja, wenn die hier lang wollen, was haben die für eine Sichtweite? 2. Okay, gut. Da müssen wir uns irgendwie noch mal ein bisschen zurückziehen, scheinbar. Müssen da wirklich ein bisschen geduldiger sein.
Und beobachten erstmal, was die vorhaben. Wir halten uns hier auf jeden Fall von dieser Straße fern. Die vier Einheiten hier sind gut getarnt, die können nur bei direktem Kontakt gesehen werden. Dann müssen wir mal gucken, wie die hier langfahren und ob die hier irgendwie weiterziehen oder die Bewegung da ist mir ein bisschen suspekt. Ins Gebirge reinfahren die da. Na gut. Mal schauen, was sie hier noch alles auffahren werden. Und mit den Boah, die müssen gar nicht mehr auffahren. Die Garde macht die einfach platt. Also da müssen wirklich schnell Verstärkungseinheiten hin. Deswegen finde ich es auch gar nicht so geil, dass die hier irgendwie da rumgurken, anstatt da einfach nach oben mitzufahren. Ja, okay, das sah ein bisschen besser aus. Ja, das schon wieder nicht. Krass, die machen die einfach richtig fertig. Schwere Infanterie wurde schon eingekesselt. Da fahren Aufklärer rum. Ja, vielleicht sollen wir wirklich nach Norden so ein bisschen ausweichen und den hinterherziehen. Mal gucken. So, die bewegen sich jetzt zumindest größtenteils in die richtige Richtung. Was die Panzer da unten treiben, keine Ahnung. Falsche Richtung. Okay. Die Panther fahren auch jetzt in die richtige Richtung immerhin. Hier, die scheinen immer noch sehr unentschlossen zu sein, wo sie hinwollen. Also, und wir fahren den jetzt hier einfach nördlich hinterher. Sehen natürlich zu, dass wir hier so ein bisschen Abstand zu diesen Ortschaften halten oder so.
Ja, ich will ja auch nicht zu dicht an diese Ortschaft ran, weil ich nicht genau weiß, wie da die Aufklärung funktioniert, ob die KI sich das merkt oder nicht, oder was da los ist. Ich weiß auch nicht, ob ich die Ortschaften einfach einnehmen kann, ohne dass das irgendjemand bemerkt. Ich vermute eher nicht. Mickriger Effekt hier. Der Flugabwehr. Obwohl die hier im engen Gelände waren, haben die T-34 die ungarische Infanterie so weggebombt. Wow. Okay, die Aufklärer fahren wieder zurück. Da sind wir diese nervösen Minimalbewegungen, ne? Die rennen da von links nach rechts und ein bisschen Hühnerstallmäßig. Oder wie aufgeschreckte Hühner. Was haben die denn hier vor? Stellen sich da mitten in die Hügel rein.
So, wir verfolgen die jetzt. Problem ist natürlich hier mit der Straße. Also ich müsste jetzt eigentlich wirklich versuchen, diese Ortschaft einzunehmen und zu hoffen, dass das niemand mitbekommt. Das machen wir einfach mal. Und als Ablenkung nehmen wir die hier auch einfach ein. So, die Truppen sind ja alle gut getarnt. Da wird also gar nicht so wirklich viel passieren. So, wir müssen nur gucken. Sichtweite 3, 2, 3, hier Waldrand quasi. Ja, bis hierhin können wir vorrücken. Aber weiter auch wirklich nicht. So, mal sehen, ob das mit den Ortschaften irgendjemand bemerkt hat und ob das jemanden kratzt. Dann müssen wir wahrscheinlich unheimlich schnell nach Süden vorstoßen, wenn wir die Vorräte da abgeliefert haben. Und da einfach alles überrennen. Das war die schwere Infanterie. Schade. Oh, die sowjetischen Einheiten sind ganz schön krass. Die sind jetzt nicht super erfahren, aber hier die Ungarn scheinen alle noch sehr grün zu sein. Die Katjuschas oder was das hier sind, die sind natürlich dann ja, deutlich krasser als die Rohrartillerie.
Ich weiß gar nicht, wie ich die Transporter auf die Hexfelder bekommen soll, wenn die hier halt komplett besetzt sind. Da müsste ich ja die Einheiten da erst rausholen. Ist das so vorgesehen vom Szenario oder? Bewegen die sich da irgendwann weg? Ich habe keine Ahnung. Drehen die schon wieder um oder? Ich weiß nicht, was die KI da tut, ehrlich gesagt. So, was habt ihr für eine Sichtweite? 2. Ja, zur Not müssen wir die da halt wirklich rausballern. Das wäre zwar blöd, aber ich muss ja hier den Auftrag irgendwie erfüllen. Zwei, drei, eins, zwei, drei. Ja, das Feld hier kann ich noch benutzen. Ja, ungarische Truppen mit Nachschub versorgen und dafür halt die Stadt da leer räumen oder wie. Das Szenario ist echt ein bisschen komisch mit diesen Bonuszielen, weil ich noch nicht genau weiß, wie das gedacht ist.
Ich glaube, ich werde ihnen einfach noch einen Zug mehr Zeit geben müssen, sich da ein bisschen zu entfernen, damit ich nicht Gefahr laufe, dass sie wieder zurückkommen. Ich weiß halt auch nicht, was hier mit diesem LKW los ist, hier mit dem Lastwagen. Was der vorhat. Okay, da oben hat es dem Panzer dann doch nicht gefallen. Ich habe auch keine Ahnung, wo die hier hin wollen, was deren Plan ist. Ich werde einfach genauso in dieser Stellung hier verharren, eine Runde. Boah, die rücken da echt aggressiv mit der Flugabwehr vor. Das ist deutlich zu aggressiv, würde ich behaupten. Die haben sich ja hier direkt neben diese T-34 gestellt. So, was sind hier Panzer 4 da oben oder was ist das? Die fahren immer noch so dumm hin und her. Die fahren jetzt auch wieder zurück, warum auch immer. Dafür fahren die ein bisschen vor. Also keine Ahnung, was sie da vorhaben. Die kommen auch wieder zurück.
Das ist ein bisschen merkwürdig. Gut, aber viel länger können wir dann halt auch gar nicht warten. Tja, wohin will ich? Wahrscheinlich hierhin. Ja, die sind inzwischen so gut eingegraben hier. Ah, ich hätte die hier angreifen sollen. Dann können wir nämlich über die Straße direkt da rein vorrücken und wenn sich die Einheiten dann quasi auflösen, wäre das super. Oh, okay, das reicht schon so. Das können wir bestimmt nächste Runde nochmal machen, irgendwie. Ja, bis hierhin können die gucken. Ja, ich fahre die hier ins Gebirge rein, ungefähr so. So, die Jagdpanther können dorthin. Er kommt hier auf diesen Hügel rauf. Hier geht dahinter direkt in Stellung. Ja, die Flugabwehr haben sie da echt geopfert. Für nix.
Echt ein super merkwürdiges Szenario hier. Ich weiß nicht, ob die KI das nur so merkwürdig macht, ob das in Wirklichkeit anders geplant ist, aber das hätte ja beim Spieltesten auffallen müssen. Oder ob das Design hier einfach so merkwürdig ist. Okay, die machen die Teile kaputt, wie es aussieht. Super. Ob das so unbedingt schlau ist, man weiß es nicht. Ja, durch die Einheiten da südlich dieses Flusses scheinen wir uns irgendwie auch durchprügeln zu sollen. Okay, die fahren weg. Oh, die wollten da direkt unsere Infanterie angreifen hinterher. Ich habe mich gerade gewundert, warum die Jagdpanther da defensiv schießen, wenn die Transporter angegriffen wurden, aber die wollten unsere Azul-Infanterie direkt hinterher angreifen. Okay, die fahren lieber weg. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, dann würde ich sagen, Stunde ist um. Für heute war es das dann schon wieder. Wir gucken beim nächsten Mal, ob wir da noch einen Transporter reinstellen sollen, können, wollen. Keine Ahnung. Aber für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.